Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Wunschpartner-Orakel. Ja, heute kommt ein Wunschpartner-Orakel dran. Eine Frage, die sich die meisten stellen. Ich bin darauf gekommen, weil ich mit einem Gefühlsklärer momentan Kontakt habe. Und er hat mich eigentlich auch auf diese Idee gebracht, dieses Orakel zu machen, weil ich mir gedacht habe, ja, das wird vielleicht einige von euch auch interessieren. Und zwar schaue ich mich hier an, das ist für diejenigen, die momentan keinen Kontakt mit dem Wunschpartner haben oder vielleicht noch vor kurzem Kontakt hatten, dann hat es vielleicht einen Zwischenfall gegeben, jetzt ist irgendwie, du spürst, der Kontakt ist wieder am Auslaufen. Und hier schaue ich mir an, wünscht sich oder möchte denn dein Wunschpartner, dass du dich bei deinem Wunschpartner meldest? Und da habe ich hier ein Neunerblatt ausgelegt mit dem Under the Roses Lenormand. Dann, das ist jetzt hier dieses Neunerblatt, ja. Möchte dein Wunschpartner, dass du dich bei ihm oder ihr meldest? Dann habe ich gefragt, sollst du dich bei deinem Wunschpartner melden? Und zwar mit dem Entscheidungsorakel. Und dann habe ich dir noch eine Botschaft gezogen aus dem Kartendeck, wenn Seelenpartner sich begegnen. Ich habe euch natürlich alle Karten in der Infobox verlinkt. Das ist wie immer ein allgemeingültiges Orakel, kann jetzt hier auf dich zutreffen, muss es aber nicht. Wenn du sagst, ja, das möchte ich für mich persönlich gelegt haben, dann hast du jetzt eine Woche lang die Möglichkeit, diese Legung zum Aktionspreis zu buchen. Das bedeutet, dass du diese Legung als Videolegung um 35 Euro statt 45 Euro bekommst, per E-Mail um 20 statt 25 Euro oder per WhatsApp um 25 Euro. Bitte lest euch die Wartezeit durch, welche Informationen ich brauche, ab wann eine WhatsApp-Legung erfolgt. Bitte bedenkt auch, dass ich jetzt dann bald auf Urlaub bin. Habe ich euch auch unten in der Info auf meiner Homepage geschrieben, wann ich Urlaub habe. Das ist erst dann zu Ostern. Aber bitte bedenkt, wenn ihr hier zum Beispiel Telefonberatung oder eine andere Beratung von mir haben möchtet, eben das und ihr dann auf eine Antwort von mir wartet, dass es eben dann ein bisschen dauern kann. Aber das ist erst um Ostern herum. Ja, also ihr könnt hier diese Legung auf jeden Fall buchen. Ich würde es sehr zeitnah buchen, damit ihr auch sehr schnell auch dann eure Legung bekommt. Denn natürlich die, die zuerst buchen, bekommen natürlich auch als erstes die Legung. Ja, also ich arbeite das immer nach Zahlungseingang ab. Und ja, genau, das waren jetzt einfach mal die Informationen. So, ich starte jetzt los. Und zwar, möchte denn dein Wunschpartner, dass du dich bei ihm oder ihr meldest? Und hier haben wir als Hauptthema das Karmakreuz. Das heißt, hier sind schon schicksalhafte Belastungen da. Beim Karmakreuz schauen wir uns an, was liegt denn links? Das ist das, was weniger wird. Rechts ist das, was mehr wird. Und wo die Karte draufsteht sozusagen, das ist das, was noch belastet. Schauen wir uns gleich mal die linke Karte an. Ja, da haben wir die Liebe. Also es scheint jetzt hier momentan die Liebe ein bisschen weniger zu werden zwischen euch oder von deinem Gegenüber. Das scheint dein Gegenüber aber auch zu spüren, ja. Drum ist vielleicht der Kontakt momentan am Auslaufen oder ihr habt jetzt momentan einfach keinen Kontakt. Und das ist auch das, was dein Gegenüber spürt, ja. Er hat so das Gefühl, dass vielleicht von deiner Seite aus die Liebe weniger wird. Aber auf der rechten Seite haben wir das Glück. Das Glück, das mehr wird sozusagen, ja. Also er hofft oder sie hofft hier schon, dass das Glück mit dir wieder mehr wird, spürt aber irgendwie, dass du vielleicht weniger Gefühle hast oder dass von deiner Seite die Gefühle weniger werden. Was belastet denn? Ja, den Cut, die Trennung, das Plötzliche. Also es hat hier höchstwahrscheinlich zwischen euch einen Cut gegeben und das belastet deinen Gegenüber. Er oder sie spürt, na, sind da die Gefühle jetzt weniger geworden? Du hast dich wahrscheinlich auch nicht gemeldet. Und dein Gegenüber hat hier schon die Hoffnung, dass das Glück zwischen euch wieder mehr wird. Dann haben wir das Schiff. Das heißt, dein Gegenüber wartet hier definitiv. Ja? Dein Gegenüber hat auch Sehnsucht nach dir. Sehnsucht nach dieser Liebe, hat aber im Gefühl, dass diese Liebe weniger wird.
Und unter diesem Cut, unter dieser Trennung, unter dieser Distanz sozusagen, leidet dein Gegenüber. Dann haben wir die Wege für eine Entscheidung. Also er oder sie möchte hier schon eine Entscheidung treffen. Oder dass du dich hier entscheidest, sozusagen auf deinen Gegenüber zuzugehen. Na, da haben wir es ja schon, den Brief. Das ist jetzt echt interessant. Dein Gegenüber, wenn du mit diesem Orakel angesprochen werden sollst, hat irgendwie so Sorge, dass die Gefühle von deiner Seite weniger werden, wünscht sich aber, dass wieder mehr Glück auf ihn mit dir zukommt in Form von Nachrichten. Ja, dass du dich dazu entscheidest, dass du dich bei deinem Gegenüber meldest. Die Liebe ist dennoch da, die Sehnsucht nach dir ist da und ihn belastet auch dieser Cut, diese Situation, die jetzt zwischen euch ist. Aber alleine hier bei diesen Karten können wir schon sagen, auf unsere Frage, ja, dein Gegenüber möchte, dass du dich bei ihm oder ihr meldest. Und das auch ziemlich zeitnah, ja? Denn wir haben hier das Karma-Kreuz, steht für 2 bis 3 Wochen. Dann haben wir das Kleeblatt für die Schnelligkeit sozusagen, weil ein Kleeblatt wächst ja und verblüht ja auch sehr schnell, ja? Also dein Gegenüber wünscht sich hier schon eine zeitnahe Meldung von dir. Dann ist hier die Schlange gefallen. Mit dem Herz gibt sie definitiv noch eine Konkurrenz, ja? Erwartet sich aber von dir Nachrichten. Und dann hier noch die plötzlichen Einladungen. Also er erwartet sich jetzt hier nicht nur eine Nachricht von dir, sondern dass du auch ein Treffen vorschlägst. Aber hier ist noch eine andere Frau mit im Spiel. Höchstwahrscheinlich ist er auch schon dabei, sich zu trennen, weil hier die Sense, das Messer sozusagen hier in die Schlange reinschlägt. Also hier ist schon jemand dabei, sich zu trennen? Du hast hier höchstwahrscheinlich den Kontakt abgebrochen, weil es hier noch eine andere Person gibt. Dein Gegenüber hat Sehnsucht nach dir und wünscht sich, dass du dich bei ihm oder ihr meldest und auch ein Treffen vorschlägst. Also er möchte jetzt hier nicht nur eine Meldung von dir, sondern er möchte dich auch sehen. Ja, das wäre natürlich super, wenn das auf alle zutrifft. Das ist aber einfach auch nicht möglich. Ja, wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest und sagst, ja, jetzt möchte ich es aber auch wissen, wie es bei mir individuell aussieht, dann nutz einfach diese Legung zum Aktionspreis. Infos stehen alle in der Videobeschreibung. Ich arbeite natürlich auch bei der individuellen Legung für dich mit denselben Karten. Ja, also du bekommst hier die Antwort, ob er sich wünscht, dass du dich meldest. Sollst du dich melden? Das ist hier die Antwort und dann eben noch eine Botschaft für dich. Jetzt schauen wir uns an, sollst du denn diesem Wunsch nachgehen? Das ist eben ein Tipp der Karten, ja? Die Entscheidung liegt natürlich bei jedem selbst. Lass los. Du klammerst dich zu sehr an dieses Problem. Betrachte die Sache als abgehakt und mach weiter mit deinem Leben. Nein, du sollst dich hier nicht melden. Ja, solange es hier noch eine andere Frau gibt, hast du im Leben deines Gegenübers nichts verloren, denn er ist, wenn er noch gebunden ist, gebunden. Oder es gibt noch eine Ex-Partnerin, ja, die noch eine Rolle spielt und du sollst hier loslassen. Nicht zu sehr an diesem Problem festhalten. Betrachte die Sache als abgehakt. Innerlich mal, sie ist aber nicht abgehakt, ja? Lebt dein Leben jetzt einfach weiter, auch wenn sich jetzt dein Gegenüber wünscht, dass du dich melden sollst, ja? Musst du dem Wunsch ja auch nicht nachgehen, ja? Du sollst weiterhin dein Leben leben, nicht auf deinen Gegenüber zugehen und vor allem nicht zugehen, wenn es hier noch eine andere Frau gibt, ja? Denn das ist auch dieser anderen Frau nicht fair gegenüber. Ja, natürlich kann man jetzt sagen, da gibt es noch eine andere Frau und die ganze Schuld auf die andere Frau schieben, ja. Nein, diese Frau ist da, dein Wunschpartner hat sich hier höchstwahrscheinlich für diese Frau entschieden, wenn er denn in einer Beziehung ist, ja. Das gilt wirklich nur für die wissen, dass es hier noch eine andere gibt. Natürlich kann es auch sein, dass dein Gegenüber dir noch gar nichts davon gesagt hat, ja, dass du noch gar nichts davon weißt. Fakt ist aber, du sollst hier loslassen und dem Wunsch nicht nachgehen. Und deine Botschaft lautet: Eure Seelenliebe wird von höchsten Ebenen aus beschützt. Das heißt, ihr werdet geführt, ihr werdet beschützt,
Heißt auch, wenn du dich nicht meldest, hast du ihn nicht verloren. Denn oft ist es wirklich so, man denkt sich, ja, wenn ich mich jetzt nicht melde, wird er mich vergessen, habe ich ihn dann ganz verloren. Selbst wenn er dich vergessen hat, ja, dann war es nie Liebe von seiner Seite. Ja? Denn wenn man jemanden liebt, den vergisst man nicht. Und wenn jemand für einen bestimmt ist, dann wird es auch so kommen. Wenn es nicht kommt, dann war es nicht das Richtige. Dann ist es besser, man hat jetzt Klarheit und kann sein Leben wieder neu ausrichten und jemand Neues kennenlernen, ja? Aber wenn ihr mit diesem Orakel angesprochen werden sollt, sollt ihr hier die Botschaft bekommen, dass eure Seelenliebe von höchster Ebene beschützt wird und wenn ihr wieder Kontakt haben sollt, werdet ihr Kontakt haben. Oft glaubt man, ja, man muss jetzt aktiv werden, damit was weitergeht. Mir wurde mal von einer schlauen Dame gesagt, wir haben die schlimmste oder die schwierigste Aufgabe, nichts zu tun. Ja? Denn höchstwahrscheinlich hast du schon viel getan. Und jetzt gilt es einfach mal darum, dass dein Gegenüber etwas für dich tut. Und wenn du deinem Gegenüber wichtig bist, und das sieht man ja auch hier, dann wird sich dein Gegenüber um dich bemühen. Ich selber bin momentan in einer Situation, wo jemand aus der Vergangenheit immer wieder und immer wieder auf mich zukommt. Ja? Und das ist von meiner Seite aus vorbei. Ja? Aber dieser Mann merkt jetzt erst, wo er mich verloren hat, eigentlich schon seit 2 Jahren verloren hat, weil ich mich seit 2 Jahren komplett distanziert habe, das vor 2 Jahren auch beendet habe. Jetzt merkt er, was er eigentlich an mir verloren hat, aber von meiner Seite ist es vorbei. Ja? Und vielleicht geht's dir auch so, ja, dass du jetzt wirklich die Schnauze voll hast und meistens ist es wirklich so, wenn man etwas verloren hat, dass man es erst dann zu schätzen weiß. Und du sagst dann ja, wenn sich dein Gegenüber um dich bemüht, ja, gibst du dem nochmal eine Chance oder du machst es so wie ich und sagst nein, es ist vorbei. Ja, das liegt dann an dir. Wichtig ist aber, dass du nicht denkst, wenn du jetzt hier nicht auf deinen Gegenüber zugehst, dass er dich vergisst. Dann hat er dich sowieso nie wirklich geliebt. Denn wie gesagt, wenn man jemanden liebt, den vergisst man nicht. Und wenn man jemanden im Leben haben will, dann bemüht man sich auch. Und wenn er oder sie all das nicht tut, dann ist er deine Gedanken, deine Trauer, deine Wut, deine Gefühle nicht wert. Ja? Und ich hoffe natürlich, dass ich vielen von euch mit dieser Legung hab helfen können. Wenn du diese Legung für dich möchtest, einfach bei mir buchen. Ich freue mich, wenn ich dir helfen kann. Alles Liebe, einen schönen Sonntag. Bis bald. Tschüss.